Der Steinbock ist eine Boulderhalle im Nürnberger Westen gelegen. Man kann sich einfach ganz gut wohlfühlen hier und den Sport und das Wohlfühlen verbinden. Die Leidenschaft zum Klettern habe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Und alle Leute, die hier arbeiten, haben einen Bezug zum Klettern. Und das zeichnet uns auch aus. Für mich persönlich spannend ist, man hat am Anfang die Gespräche mit den Gründern und steht vor einem Stapel Papier. Und jetzt heute stehen wir hier in der Halle. Denn Steinbock macht die Community aus, dass man an einen Ort kommt, wo man sich wohlfühlen kann, wo man viele Leute kennenlernt. Und natürlich haben wir auch super Kaffee und super Musik. Unsere erste Halle haben wir 2015 in Zürndorf eröffnet. 2019 ist dann die zweite und dritte gefolgt. 2020 die vierte Halle in Nürnberg in der Leierstraße. Die hat 1800 Quadratmeter Grundfläche. Wir haben die auf zwei Stockwerke gebaut. Wir planen jetzt gerade den Ausbau einer Kinderhalle, einer separaten. Als Sparkasse liegt es natürlich schon in unserer Verantwortung, dass wir hier Menschen vor Ort unterstützen. Und umso schöner ist es dann, mit jungen Investoren gemeinsam so ein Projekt wie die Boulderhalle zu entwickeln. Wir haben uns für eine lokale Bank, also für die Sparkasse, entschieden, da wir die enge und unkomplizierte Zusammenarbeit schätzen. Wenn man kurzfristig ein Problem lösen muss, dass wir einen direkten Ansprechpartner vor Ort haben, das macht die Sache viel, viel einfacher. Die Geschäftseröffnung ist direkt in die Corona-Zeit gefallen. Gerade eine Boulderhalle war ja extrem von den Schließungen betroffen und hat es trotzdem geschafft, ein positives Ergebnis zu erzielen. Und das muss man schon als sehr große Leistung anrechnen, wo das ganze Steinbock-Team sehr stolz drauf sein kann.